Oh Mann, ey. Runter, geh mal runter. Hallo, ihr süßen Puppies. Ich bin's, eure Jurassic Park live aus Berlin. Ihr süßen Mäuse, wir haben heute den 20. April. Und ihr seht, ich bin noch komplett ungeschminkt. Da ist der Klaus, wie immer, im Auto. Und da ist der Putin. Und der Klaus fährt mich nämlich jetzt zum Flughafen Tegel, weil ich bin nämlich heute auf einem Job in Köln gebucht. Ja, und ich nehme euch einfach mal wieder mit auf ein Follow Me Around. Flughafen Tegel, das ist der Flughafen, der schon seit 4 Jahren geschlossen sein sollte. Ja. BR eröffnet jetzt seit 4 Jahren nicht. Die haben die Eröffnung jetzt aber auch schon wieder verschoben von 2017 auf unbestimmt. Tegel fertigt im Jahr 21 Millionen Fluggäste ab. Tegel ist mega klein. Köln-Bonn im Jahr 10 Millionen. Aber Köln-Bonn, der Flughafen, der ist ungefähr, ich möchte schätzen, 5-mal so groß. Berlin ist leidensfähig, das wissen wir ja alle. Ich habe mir wie immer für die Reise Folgendes gekauft. Immer eine InTouch, immer noch ein Spiegel mit dabei. Ja. So, und dann ist also meine Informationsbeschaffungswut ist damit befriedigt. Und jetzt werde ich einfach mal dann zum Gate gehen, Flughafen der kurzen Wege, und dann werde ich bald boarden. Yay! Der Service und ich wollte so ein Weißweinchen trinken, aber alkoholische Tränke werden erst ab 14 Uhr serviert und wir haben es gerade mal 12. Mir ein bisschen unangenehm jetzt. Ganz schön warm hier in Köln. So, ihr Mäuse, ich bin jetzt vom Flughafen mit der Bahn zum Hauptbahnhof, von Hauptbahnhof dann mit der U-Bahn hier in mein wunderschönes Motel One. Ich sage ja immer, Motel One ist das McDonald's der Hotellerie, weil jedes Motel One sieht gleich, also man weiß, was man bekommt. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Ich glaube, auf die größte Kreuzung Kölns gucke ich hier. Ich bin in fremden Städten immer so wahnsinnig gestresst, wenn ich mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren muss und weiß dann immer, wie sich Touristen in Berlin fühlen müssen. Da sind ja irgendwie nochmal 300 Linien mehr, Bus, Tram und S-Bahn und U-Bahn. Ich bin froh, dass ich hier angekommen bin. Oh Gott, was für ein Tarif nimmt man dann da? Also ich habe jetzt gemerkt, 1B muss ich nehmen. Und ich zeige euch jetzt nochmal kurz, wie man so reist als Künstler, wenn man da gebucht wird. Man bekommt natürlich alles vorgefertigt. Also ich habe hier eine kleine Hülle, ja, meinen Reiseplan. Dann habe ich hier die Buchungsbestätigung vom Motel One. Und hinten dran dann noch, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, das Call Sheet. Da steht also alles Wichtige drin, wo ich gleich hin muss, wann ich da zu sein habe, bis wann das Ganze geht, wer mein Kontakt ist und alles Mögliche, was ich mitzubringen habe, bla bla bla. Ja, und somit bin ich ganz gut vorbereitet. Das Einzige, was ich selber machen muss, ist meine Rechnung schreiben. Aber das kann ich gut. Wenn es um ein Honorar geht, bin ich fix und patent wie sonst was. So, ich will jetzt kurz mal runterschackern, mit meinem Mann sprechen. Und dann gehe ich aber auch schon wieder los, weil wir haben es jetzt, glaube ich, 14, 15, 16. Oh Gott, ich muss eigentlich auch schon gleich wieder los. So, ihr Mäuse, passt mal auf. Ich bin jetzt schon rasiert. Wir sind hier in einem relativ, ich möchte sagen, ja, wie sagt man dazu, barocken Flur. Ja? Und hier sind wir jetzt Luft am Hafen. Jetzt gehen wir hier mal rein. Und hier sind jetzt so Mädchen, die sind von Mac, ja, die packen gerade Goodiebags. Guck mal da, da, ja, was ist denn eigentlich drin? Oh, na, so viel ist ja gar nicht drin, naja gut. Und ich zeig euch jetzt mal was, jetzt zeig ich euch mal. Und zwar, jetzt gehen wir nämlich hier hoch und guck mal da, da ist nachher, ist da die Bühne. Da werde ich nachher vor Publikum geschminkt, guck mal da, ja, da. Und dann ist da die Cleo, heißt sie, glaube ich. Cleo? Nee. Was habe ich ihren Namen schon wieder vergessen? Scheiße. Jedenfalls, die schminkt. Und dann sitzen hier so Leute und dann gucken die zu.
und dann wird erklärt, wie man eine Transe schminkt. Bin ich sehr gespannt. Ich wurde selber auch noch nie von anderen so wirklich geschminkt. Ich hoffe, die macht es gut. Guckt euch das mal an. Ist das süß? Ja, ist die Altstadt von Köln. Ich glaube, jetzt haben wir es irgendwie 17 Uhr oder so. Um 19 Uhr kommt das Publikum. Die haben mich hier 3 Stunden vor Beginn der Veranstaltung bestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch da bin. Finde ich auch super. Ja. Man muss auch auf Nummer sicher gehen, gerade mit uns schwierigen Künstlern. Aber 3 Stunden ist schon, jetzt sitze ich da rum. Guckt mal hier, ja, also das ist das Haus. Und da finde ich aber ganz toll. Jetzt habe ich wieder mein Geld vergessen, verdammt. Da ist nämlich ein Aldi. Wo ist er denn? Da ist der Aldi. Und da, wo Aldi ist, fühle ich mich wohl. Hart verdientes Geld. Also wirklich hart verdientes Geld. Aber ich sage in jedem Video, warten ist manchmal schlimmer als arbeiten. Das ist die Claire. Hi Claire, say hello. She's doing my makeup today. Die hat schon hier eine Augenbraue, hat sie hier schon jetzt so abgeglüht, ja? Weil das, damit die schon mal fertig ist. Und dann sagt die aber dann denen da oben auf der Bühne nachher, wie man das richtig macht. Und die benutzt nämlich auch hier so einen normalen, wie sagt man, Uhu-Stift, Prittstift. Sogar die Profis machen das. Ja, hätte ich nicht gedacht. Und die hat hier ganz viel Zeug. Ja, bin ich sehr gespannt. Und da ist der Angelo, komm mal her. Der ist so ein Chef, weiß nicht so genau, ich habe nicht so genau verstanden, was du eigentlich machst. Der ist aber homosexuell. Ja. Ja, wir haben schon einen drauf. Was machst du jetzt hier genau? Ich bin National Artist für MAC Cosmetics. Und was macht man dann da? Da macht man ganz viel, da macht man die ganzen Events, die ganzen Presseanfragen und ganz viele bunte Sachen. Achso, du kannst gar nicht schminken? Doch. Doch, doch. Doch, doch, doch. Aber das mache ich sogar hauptsächlich. Okay, ja. Gut. Also ich mache auf diesen Events Make-ups. Ah ja. Ja. Du hast sehr schöne Wimpern. Danke. Ja. Da ist mein Haar. Ja, da ist, oder es sieht doch aus, als ob da irgendwie so ein Lilliputaner drin wohnt. In der Tüte, ja. Ich bin jetzt hier im Backstage. Hier, Backstage, hinter der Bühne. Da ist mein Sofa. Da liegen auch schon meine Haare. Und jetzt wird hier gerade, wird jetzt hier, ich zeige euch das jetzt mal. Guck mal, so werde ich dann nachher auch sitzen. Jetzt zeige ich euch aber mal, da kann man jede Pore sehen. Da wird das hier auf diesen riesigen Monitoren, wird dann das Schminken übertragen für die ganzen Leute, die dann da sitzen. Ja, und guckt euch mal an. Und der hat gar keine Poren. Wie soll das bei mir erst aussehen? Das ist doch so. Es ist das letzte Mal, dass ich schlag da nochmal 300 Euro rauf auf die Rechnung, sag ich euch. Verdammt nochmal. So, jetzt kommen langsam die ersten Gäste. Ich würde jetzt einfach mal Tschüss sagen, solange wir auf der Bühne filme ich nicht. Und dann bin ich sehr gespannt, wie die Claire mich dann aufgedragt hat. Es ist halt auch ganz komisch, sich selbst mit einem anderen Gesicht zu sehen. Was sagt ihr denn? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Gesicht findet, das die Claire mir aufgetragen hat. Ich sag mal Tschüss! Bis bald! Und so unglamourös und unspektakulär ist das Leben eines Superstars. Manchmal muss ich selber weinen. Sieht ja aus wie ein Parkhaus hier. Ist so süß gestaltet, dieser Flur. Dann werde ich dann schnell ins Hotel. Und dann werde ich noch 2 gute Freunde treffen. Das sind nämlich der Jan Niklas und der Kevin. Der Niklas ist auch besser bekannt unter seinem DJ-Namen Popolectric. Und wir kommen jetzt noch nach Köln gedüst, weil ich unbedingt noch ein Bierchen trinken möchte. Und was essen möchte. Ich habe das letzte Mal was gegessen. Ja, im Flugzeug. Da gab es Kekse. Mein Magen hängt auf 7:30. Es ist jetzt 2 Uhr. Es war so nett mit den beiden. Ich hätte nicht bis 2 Uhr wegbleiben sollen, aber ich muss in 5 Stunden wieder aufstehen. Welcome to my life. Sat 1. Dann Disney Channel. Dann Tele 5. Dann Vox. Okay. Dann Pro 7. Dann
RTL. 1000 Euro drauf. Dann RTL 2. Dann RTL Nitro. Oh ja, meine Hand, die wurde in den See. So, dann Kabel 1. Dann Sat 1 Gold. Dann NTV. Der möchte gern Nachrichtensender. Dann N24, der möchte gern Praktikanten, möchte gern Nachrichtensender. Ach, nee, ich... Sport 1. Ja, okay, gut. Die ganzen einsamen Geschäftsmänner, die hier schlafen müssen, gucken gern sexy Clips. Ja, geil. Viva Germany. Ja, wusste gar nicht, dass es Viva noch gibt, okay? RBB Berlin. Okay, gut. Ich bleib jetzt einfach beim RBB Berlin. Da fühle ich mich zu Hause. Ich bin echt enttäuscht. Guten Morgen, ihr Mäuse. Guckt mal da. Strahlend blauer Himmel. Es ist 7.30 Uhr. Ich sitze in der Lobby. Ich frühstücke gerade. Das Frühstück ist überraschenderweise ganz gut. Ich habe noch nie bei Motel One gefrühstückt. Normalerweise stehe ich immer kurz vorm Late-Checkout auf. Da gibt es kein Frühstück mehr. So, ihr Mäuse, ihr wundert euch jetzt, wo ich gerade bin. Ich bin schon wieder in Berlin, in Tegel, auf dem Aldi-Parkplatz, weil mein Mann Klaus, hallo Klausi, hat mich abgeholt. Und ich hatte in Köln so einen Stress jetzt noch. Wir haben zweimal unsere Bahn zum Flughafen verpasst. Dann konnte ich fast mein Gepäck nicht mehr aufgeben. Dann sind wir durch die Security. Dann war da irgendwie noch ein Sprengstofftest. Und alles Mögliche. Wir sind echt irgendwie so 5 Minuten vor knapp irgendwie ins Flugzeug. Und ich hatte irgendwie keine Zeit, das auch noch zu dokumentieren. Tut mir sehr leid. So, das waren meine 24 Stunden mit mir für euch aus meinem wahnsinnig aufregenden, prominenten Leben. Und edit mich auf Facebook, Tumblr, Twitter, Google Plus, Instagram und YouTube. Und jetzt ganz neu auf Snapchat. Aber Snapchat verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht kann mir das jemand mal erklären. Bis dann, bye! Sharing is caring. Ha 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 ha